wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute im Europapark. Wir sind heute aber auch schon den zweiten Tag im Europapark. Wir sind gestern angereist bei minus 14 Grad. Man glaubt es kaum, es war arschkalt. Wir waren gestern den ganzen Tag im Park, haben gefroren ohne Ende. Genau. Fast nichts ist gefahren. Scheiß Wetter, alles war zugefroren. Keine Wasserbahn, keine Achterbahn, kein gar nichts ist gefahren. Was für Mike sehr tragisch war, dass die Wasserbahn nicht gefahren sind. Ich wollte unbedingt gestern Wasserbahn fahren, aber ging leider nicht. Also von daher sind wir heute nochmal im Park und zwar bei 20 Grad mehr als gestern. Heute ist es 10 Grad plus. Und Sonne. Man sieht. Es taut. Wir hoffen, die Achterbahn fahren. Und wir gehen jetzt mal rein und gucken, was da so los ist. Wir nehmen euch mit. Kommt mit. Auf geht's. So, gerade Park angekommen und damit wir heute nicht lange warten, stellen wir uns virtuell an. Das geht. Man kann das übers Handy steuern. Es gibt über die App die Möglichkeit, sich virtuell anzustellen an der Achterbahn und wir stellen uns an für den Kankan-Coaster. Ihr könnt ja mal gucken, für den Kankan-Coaster, wie das funktioniert. Also ihr sucht euch Attraktionen raus, die Virtual Line. Dann werden euch hier alle Virtual Lines einmal angezeigt. Aktuell ist nur der Kankan-Coaster verfügbar. Deswegen klicken wir einmal drauf und dann könnt ihr euch virtuell anstellen. Wir stellen uns angestellt. Für 13.30 Uhr. Voll gut. Genau, heißt wir müssen nicht warten und können Vorteil, einfach durchgehen. Der Vorteil ist, wir stehen jetzt schon an, theoretisch virtuell und können nachher zur richtigen Zeit direkt loslaufen. Wir müssen uns nicht in die normale Schlange stellen. Voll gutes System. Ja? Genau, richtig. Es taut alles, überall tröpfelt Wasser von den Bäumen und von den Häusern. Aber es ist ja wunderschön, weil es ist ja Weihnachten und der Europapark ist Weihnachten immer wunderschön dekoriert. Überall Tannenbäume, überall ganz viele Lichterketten und einen Weihnachtsmarkt gibt es hier auch und da gehen wir jetzt mal hin. So, Weihnachtsmarkt hinter uns gelassen. Jetzt gehen wir mal rüber und fahren. Was fahren wir? Geisterschloss. Es tropft nämlich noch ziemlich. In welchem Bereich ist das hier? Wie heißt das? In Italien. Genau. Jetzt fahren wir das Geisterschloss in Italien. Und hier tropft alles von den Bäumen. Es taut einfach so unfassbar viel. Und wir fahren jetzt mal das Geisterschloss. Und nun geht es Yeah.
Was steht auf dem Grabstein eines Schornsteinfegers? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir gehen nur wieder auf. Gefahren. War sehr interessant. Sehr viele alte Figuren, sehr viele neue Figuren. Ja, hier tropft es ziemlich im Park, dadurch, dass alles ein bisschen abtaute, weil so viel gefroren war in den letzten Tagen. Und ja, ich habe schon gesehen, Wodan fährt heute wieder. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir da gleich hingehen. Und ja, hoffen wir, dass Silvers da auch noch aufmacht. Und wo gehen wir jetzt mal hin? Das tropft überall. Wo sollen wir jetzt mal hingehen? Weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Überall im Park sind diese Feuerdinger verteilt, voll gut, gibt auch Schwedenfeuer. Da kann man sich auf jeden Fall schön wärmen, weil heute sind es 10 Grad, heute geht's. Aber gestern war es schon arschkalt, da haben wir uns hier richtig schön aufgeheizt. So, jetzt gehen wir rüber nach Russland und fahren eine Runde Euromir. Ein Mugride Spinning Coaster. Nicht schön, uralt. Schlägt ziemlich kurz vor der Schlussbremse. Aber einmal tun wir uns das immer an, wenn wir hier sind. Und das ist jetzt, das On-Ride seht ihr jetzt auf jeden Fall.
Mike schon gesagt hat. Was zeichnet ein Spinning Coaster aus? Die Wagen drehen sich. Genau. Was macht die Euromir heute nicht? Drehen. Wagen drehen. Wir haben in der letzten Reihe gesessen, wie ihr gesehen habt, und wir haben kein einziges Mal gedreht. Ja, ganz seltsam. Ich meine, nicht noch eingefroren von gestern oder so. Verstehe ich nicht. Habe ich noch nie erlebt. Aber keine Gondel, alle nicht. Nee, einfach nur runtergefahren. Naja. Wir begeben uns jetzt mal Richtung... Rodan. Rodan, genau. Da stehen wir nämlich virtuell an. Mach mal. Ja, wir haben jetzt gerade nochmal geswitcht. Wir hatten erst ein Virtual-Line-Ticket für Rodan für 15 Uhr. Jetzt konnten wir nochmal auf 14 Uhr switchen. Das heißt, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Wir laufen jetzt ganz in Ruhe nach Island rüber, über Skandinavien. Ja. Ja, und da zeigen wir euch jetzt auch nochmal ein paar Bilder. Stehen wir an für Snorri-Touren. Das ist so ein Kinderfahrgeschiff. Kinder-Dark-Ride, auch sehr schön. Im Dunkeln, unter Wasser das Ganze. Und das machen wir jetzt. Snorri-Touren gefahren. Haben wir noch auf dem Weg zu Rodan mitgenommen. Ja, wunderschöner Dark Ride für kleine Kinder unter Wasser, das Ganze. Ist schon cool, also wirklich gut gemacht. Der Ohrwurm-Faktor. Der Soundtrack ist Ohrwurm hoch 10, das singt man noch den ganzen Tag mit. Und ist wirklich sehr schön gemacht, gibt sogar noch einen kleinen Simulator-Teil da drin, also wo das Ding hin und her gewackelt wird. Schon cool. Und jetzt wird es ein bisschen wilder, jetzt fahren wir Rodan. Holzachterbahn, auf geht's. Da war eine.
schnell gesehen wie heute. Ah, krass. Kalt. So, wir kommen gerade aus Wodan. Das ist ja GCI Wooden Coaster, also Holzachterbahn, ganz schön rappelig. Aber, also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, die haben die Bremsen rausgenommen. Spiegelglatt. Das Ding so schnell gefahren, das habe ich noch nie erlebt. Sehr lustige Fahrt auf jeden Fall, war schnell zu Ende. Allein oben in der ersten Kurve schon, habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Da ging es auf jeden Fall ab, da hinten fährt sie. Und ja, Holzachterbahn, mega geil. Genau. Wir gehen jetzt mal über Spanien Richtung Arto und die Minimuls. Und werden da eine Runde Arto fahren. Arto! Jetzt geht's zu Arto und ins Reich der Minimäuse, so heißt es hier. Halbe Stunde Wartezeit ist angeschlagen. Wir gucken mal, ob wir noch uns virtuell anstellen können oder ob wir uns die normale Schlange stellen. Das schauen wir mal. Ansonsten fahren wir jetzt mal dieses Gerät hier. Zwei waren das? Ja. Okay. Das war gut, sitzt man in der Mitte. Yeah!
gerade Arthur gefahren. Wo bist du da? Gerade Arthur gefahren, war schön wie immer. Yeah, mit ganz viel Nebel. Ja, Nebel. Ich habe noch nie Nebel hier gesehen. Das ist entweder das ist neu oder keine Ahnung. Aber auch sehr schöne Attraktion, vor allem was für die ganze Familie. Ne? Das ist jetzt keine große Achterbahn, aber wunderschön gemacht. Wir sind auf dem Weg nach Holland, oder vielmehr, wir sind schon gleich da, und fahren mal Piraten in Batavia. Ein wunderschöner Dark Ride, eine wunderschöne Wasserattraktion im Dunkeln, also drinnen sozusagen. Ja, mit Piraten und so, ne? Wunderschön, neu gemacht. Ist ja vor kurzem abgebrannt, vor ein paar Jahren, und dann wieder neu aufgebaut worden. Und was man da geschaffen hat, ist schon toll. Ist auf jeden Fall sehenswert. Für einen Dark Ride toll. Und warm ist da drin auch. Reise. Es kommen Stürme, furchterregende Wasserfälle. Gerade Piraten in Batavia gefahren, wunderschöner Dark Ride, wunderschöne Musik, schön thematisiert und fahren wir sehr, sehr gerne, mehrmals. Lohnt sich auf jeden Fall, man entdeckt jedes Mal was Neues. So, Blue Fire hat auch auf, das heißt, wir fahren jetzt eine Runde Blue Fire. Mack Launch Coaster, sind wir mal sehr gespannt, wie das im Winter ist, weil gestern hat er noch zugehabt und heute hat er auf. Das fahren wir jetzt mal, ne? Ja. Ja. So, hier links, normale Warteschlange, hier. Premium-Warteschlange. Jetzt einfach an allen vorbei. Das virtuelle Anstellen hat schon einen Vorteil. Haben wir jetzt alles gespart. Thank you.
hab Blue Fire gefahren. Ja, war gut. Das ist okay. So, für uns gibt es jetzt eine Runde Silverstar. Jo, 73 Meter hoch geht es jetzt hier. Genau. In dem ziemlich hohe Achterbahn. Machen wir jetzt mal. Macht genau. Spaß. Ihr seht, das ist on-ride. Oh, die sind clever. Passt. Jetzt. Gerade ist Silverstar gefahren, in Reihe 7, glaube ich, und die Airtime des Todes gehabt, also wirklich, ich bin so geflogen über Sekunden, das ist echt lustig. Habe ich es auch noch nicht erlebt, vielleicht ist Winter, da fährt alles schneller. Wir haben jetzt noch die zwei Jennys, also ich habe zwei Jennys im Schlepptau da hinten, und so ist auch den Andi, und dann gucken wir mal, was wir machen, wir müssen eigentlich noch Aufnahmen machen.
steht er. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal weihnachtliche Aufnahmen machen. Das fehlt nämlich jetzt noch. Und wir gucken jetzt mal den schönen Park im Dunkeln an. Das ist wunderschön. So, das war's. Ein wunderschöner Tag im Europapark geht zu Ende, wie jedes Mal in der Weihnachtszeit. Wunderschön geschmückt, so viele Lämpchen hier, es gibt viel zu sehen, viel zu fahren. Und es war zwar arschkalt, aber wir haben das Beste draus gemacht und ja, jetzt ist der Tag für uns hier vorbei. Genau. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Macht das Beste aus dem neuen Jahr und ja, dann freuen wir uns, wenn wir euch dann in den nächsten Parks wiedersehen. Da wird es nächstes Jahr wieder ein paar Videos geben, da bin ich mir fast sicher. Genau. Und deshalb rutscht gut rein, alles Gute für 2023 und bis dann. Tschüss.